Präsentiert von webpodcast.de, Ihr Profi-Cast für Webdesign und Entwicklung. Flash CS 5.5 bietet neue Sicherheitsmechanismen. Darunter fällt die automatische Speicherung und die automatische Wiederherstellung. Wie Sie diese Einstellungen optimieren, erfahren Sie in diesem Video. Flash CS 5.5 bietet neue Sicherheitsmechanismen. Zum einen die neue automatische Wiederherstellung und zum anderen die neue automatische Speicherfunktion. Die Wiederherstellung finden wir unter Flash Voreinstellungen, am PC unter Dateivoreinstellungen und wenn ich hier in dem Dialogfeld Voreinstellungen ganz unten schaue, dann sehe ich hier eine neue Option, nämlich automatische Wiederherstellung. Wir können diese aktivieren und deaktivieren und die Zeit einstellen, wie oft eine automatische Wiederherstellung generiert werden soll. Wenn die Option aktiv ist, wird im gleichen Ordner, in dem sich die Originaldatei befindet, eine weitere Datei gespeichert, die sich Recover nennt. Diese wird alle 10 Minuten aktualisiert und falls Flash dann unvorhersehentlich geschlossen wird, hat man nach einem Neustarten von Flash die Option der automatischen Wiederherstellung des letzten Standes der Recovery-Datei. Wenn man Flash ganz normal schließt, dann wird diese Recovery-Datei ganz automatisch gelöscht. Eine weitere neue Funktion ist das automatische Speichern. In den Eigenschaften finden wir in den Dokumenteneinstellungen hier unten einen Haken zum Aktivieren des automatischen Speicherns. Dieses können wir auf zum Beispiel 5 Minuten setzen und somit wird automatisch alle 5 Minuten die Datei gespeichert, ohne dass wir uns sorgen müssen, die Datei selber zu speichern. Neben den Dokumenteneinstellungen finden wir diese Option auch, wenn wir ein neues Dokument erstellen. Auch hier sehen wir einen Haken zum automatischen Speichern. Wie Sie also gesehen haben, zwei sehr nützliche Funktionen, die uns das Arbeiten mit Flash CS 5.5 deutlich erleichtern.